Wenn das Telefon klingelt, kann es endlich losgehen mit dem Stammzellentransport. Bis zu diesem entscheidenden Moment sind Stunden, Wochen, manchmal sogar Monate der Suche des Abgleichs hunderttausender möglicher Spender vergangen. Weltweit. Und gefunden wurde ein passender Spender dieses Mal in der Datei der Stefan-Morsch-Stiftung. Das Team der Stiftung sorgt dafür, dass die entnommenen Stammzellen umgehend versandfertig gemacht werden, damit sie auf dem schnellsten Weg zum Patienten kommen. Das kann jeder beliebige Ort auf der ganzen Welt sein. Wichtig ist nur, dass die frisch entnommenen Stammzellen ohne unnötigen Zeitverlust zum Patienten gelangen. Je schneller, desto besser. Als Kurierin ist Susanne Morsch bis zur Übergabe der kostbaren Fracht persönlich verantwortlich. In der speziellen Kühltasche bleiben die Zellen bis zu 48 Stunden optimal gekühlt. Der Reiseplan für dieses Mal sieht eine Transportzeit von unter 10 Stunden zwischen Entnahme der Zellen in der Stiftung und der Abgabe in einem englischen Transplantationszentrum vor. Wenn alle Anschlüsse klappen und keine Störungen bei den Verkehrsmitteln auftreten, es ist jedes Mal ein Wettlauf gegen die Uhr und jedes Mal mit persönlichem Kurier. Das Transplantat muss mit einem persönlichen Kurier zum Transplantationszentrum gebracht werden, um sicherzustellen, dass den Zellen, den Stammzellen, die für den Patienten lebenswichtig sind, nichts passiert und dass sie unbeschadet dort ankommen. Das könnte man nicht garantieren, wenn die in einem Flugzeug unten mit dem Gepäck generell verschickt werden oder mit Massenladungen an anderen Gütern. Die Stammzellen aus Deutschland sind für einen englischen Patienten bestimmt. Möglich wird diese Hilfe für einen Todkranken durch die weltweite Vernetzung der Stiftung. Die anonymen Gewebemerkmale des Patienten wurden mit Millionen anonymer Spenderdaten verglichen. In der Datei der Stiftung gab es den Treffer. Schon hunderte Male wurde so ein Transport durchgeführt. Es bleibt trotzdem immer etwas Besonderes. Es ist immer eine Aufregung da bei jedem Transport. Man denkt an den Patienten, wie es dem gehen mag. Man hofft, dass alles gut geht, dass keine Verspätung bei den Flügen, bei Zügen, bei Staus auf den Autobahnen, dass nichts vorkommt und dass einfach alles gut geht und man möglichst schnell mit den neuen Zellen, mit den frischen Zellen beim Patienten ist. Technisch gesehen ist das Transplantat ein Arzneimittel, aber de facto ist es das neue Leben für einen Patienten. Nach knapp 8 Stunden erreicht die Stammzellenkurierin ihr Ziel. Es ist mitten in der Nacht. Aber die kostbare Fracht wird erwartet. Die Übergabe erfolgt samt aller Formalitäten im Labor des Klinikums. Von hier wird der Beutel mit den Stammzellen direkt zum Patienten auf die Station gebracht und transfundiert. Alles super gelaufen, ganz toll geklappt. Die Kollegen haben das Transplantat in Empfang genommen, sodass es jetzt möglichst schnell zum Patienten gebracht werden kann, der dann damit hoffentlich ein gesundes, glückliches Leben führen kann.